Hallo, meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV. Heute mal wieder mit einem Unboxing, nämlich ein Münz-Unboxing. Ich habe nämlich mit German Coins and Collectibles getauscht und ich habe schon aufgemacht, aber ja, ich habe halt noch nicht reingeguckt. Hier hat er mir noch einen tollen Sticker mit beigepackt mit seinem Logo. Er hat übrigens auch einen YouTube-Kanal und Instagram-Kanal. Die beiden habe ich euch mal im der Beschreibung verlinkt. Auf seinem Kanal seht ihr sehr viel über Münzen. Er hat eine tolle Sammlung an US-Münzen und wir haben jetzt das zweite Mal getauscht und ich habe mir mal gedacht, komm, bei dem heute mal werden wir mal gemeinsam reingucken. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei und ja. So Leute, ich weiß schon, was drin ist, aber ich habe die Münzen noch nicht gesehen. Gucken wir mal rein, wir greifen mal einfach rein. Gucken wir mal, was wir jetzt erst ziehen. Ah, ja. Da haben wir hier ein Crown, ein Half Crown von 1920 von Großbritannien. Ja, hier steht es auch nochmal. Mit George V. Meine Meinung zu diesen Münzkärtchen sind immer, ja, ich persönlich mag Münzen immer dazu. Ich bin immer so ein Kapseltyp oder halt. So ein Typ, ich mache halt meine Münzen ohne Kapseln, vor allem bei den Mittelaltermünzen. Und ich finde das aber gut, weil so lassen die sich nämlich besser verschicken in solchen Hüllen, als jetzt zum Beispiel in einer Kapsel, wo die halt auch mal klappern können. Deswegen ist das für einen Versand eigentlich richtig gut. Ich werde aber auch drüber nachdenken, mir solche Sachen zu holen. Auch für meine Sammlung mache ich die immer raus. Aber ich finde es auch toll hier, dass nochmal draufsteht, welche Münze das ist. Da schauen wir mal weiter rein. Übrigens, tolle Verpackung. Ja, hier kommt ein tolles Stück. Hier sieht man auch richtig schön so den Prägeglanz. Ich muss mal ranzoomen. Ja, hier haben wir ein 50-Cent-Stück von 1924 aus Japan. Ich weiß noch nicht, wo man jetzt hier das Jahr erkennt, weil ich kann deren Sprache nicht lesen. Aber ein sehr schönes Stück. Und ich finde vor allem die Rückseite. Also, was ist die Vorder-, was ist die Rückseite? Keine Ahnung. Ich denke mal, das ist die Vorderseite. Ja, auf jeden Fall sehr schön auch so mit diesem Prägeglanz. Richtig tolles Stück. Ist Silber, so wie alle Münzen. Also hier habe ich heute wirklich nur Silbermünzen bekommen. Gucken wir mal rein, was das nächste ist. Ah, hier haben wir jetzt einen Half Dollar, also einen halben Dollar der USA. Übrigens, da könnt ihr euch merken, alle Halb Dollar, also alle Münzen der USA, außer das das Nickelstück von 45. Sind den 900er Silber, dass ihr euch das mal merken könnt. Dann mir hier von 1951, das ist, wenn mich jetzt nicht irrt, Franklin. Ja, müsste Franklin sein, ne? Nee. Ist das Franklin? Ja, hier hat er auch nochmal markiert, dass D halt der Prägebuchstabe ist, so wie in Deutschland haben die natürlich auch verschiedene Prägebuchstaben. Da gibt es zum Beispiel D, ich weiß nicht, was jetzt D ist, aber ich weiß, dass S zum Beispiel San Francisco ist, dass P Philadelphia ist und CC Carson City, was eines der selteneren, glaube ich, ist. Oder gibt es da eine seltenere? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gucken wir nochmal weiter rein. Oh ja, das ist immer gut für meine Silbersammlung. Ein schönes 5-Franken-Stück von der Schweiz. Ist auch immer sehr gut mit Silber, also es ist 835er. Das kommt auch schön in meine Silbersammlung. Bei den US-Münzen, Leute, da könnt ihr euch sicher sein, da mache ich mal ein Video. Ich habe so viele US-Münzen jetzt in letzter Zeit bekommen. Da lohnt sich das wirklich. Dann haben wir jetzt hier wieder ein 2-Franken-Stück, auch mit einem sehr schönen Patina. Also so eine rötliche Patina. Ja, wie gesagt, die Münzen, die schmeiße ich halt immer in dieselbe Kiste. Das ist halt nichts für mich dann. Auch hier, die Garnisonskirche haben wir hier. Prägebuchstabe A, hier unten sehen wir das. Hier unten. Auf der Rückseite haben wir hier den Adler und den Wert abgebildet. Jahr ist, kann ich auch nochmal sagen, 1934 und 30. Ja, das war's dann auch schon fast. Gucken wir nochmal rein. Das sind nach. Ah, cool. Das hier nach der Knochen.
Hofdoller von 1936. Da ist übrigens meine Oma geboren. mit P jetzt diesmal Buchstabe. Wo ist der überhaupt? Ich gucke gerade. Wo ist der Prägebuchstabe? Ja, wie gesagt, Leute, ich bin bei Münzen raus, vor allem bei US-Münzen, aber ich mache euch da trotzdem mal ein Video. Übrigens, nicht verpassen, am Samstag kommt ein Video zu zu einer Banknote raus. Dann hier ein richtig tolles Stück, nämlich ein Dollar, ein Morgendollar. Ein sehr, sehr schöner Dollar hier mit der Liberty drauf und von 1886. Ist auch 900 Silber. Aber ich glaube, der fliegt nicht in die Silberkiste, das sage ich euch jetzt schon. Das kann ich euch garantieren. Macht den trotzdem raus, weil die passen halt nicht in meine Münzschatullen rein. Ne? Deswegen muss ich den trotzdem da raus machen. Aber es ist ein richtig schönes Stück. Leute, guckt euch den hier an. Da unten mit Prägebuchstabe S. Hier mit Adler in Gott, we trust, wir vertrauen Gott, was übrigens erst 1957 auf die Banknoten gedruckt wurde. Davor war es noch nicht drauf, beziehungsweise auf den Silver Certificates. Und ja, sehr spannend. Toll. Und dann haben wir hier noch ein kleines Giveaway. Was ist jetzt hin? Da. Einen Penny. Hier so als Anhänger, richtig cool. Von 1957. Ah, sogar noch die alte Variante hier. Sehr schön. Ein großes Dank geht raus. Und nicht, dass wir jetzt hier was vergessen haben, aber das müsste vollständig sein. Ist es auch. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Und bis zum nächsten Mal bei Dr. Numismatik TV.